Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Motherfuckers! Herzlich willkommen beim Inkasso-Büro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem Ä. Und dies ist der Goldguide Fake Check für diese Woche. Diese Woche nehmen wir uns einen Guide vor, der sich mit dem aktuellen Content beschäftigt. Wir gehen nämlich in den Frostfeuergrad, direkt vor die Haustür der Hordengarnison und farmen Stoffe, indem wir stundenlang, beziehungsweise eine Stunde lang, Wölfe töten, ihnen die Stoffe entreißen und sonstige Items mitnehmen, die wir dort finden. So, verteilt. Quasi. Der Goldguide, den wir überprüfen, sagt uns, dass wir mit dieser Methode 3.000 bis 8.000 Gold in der Stunde farmen können. Ja, okay. Wir befinden uns im Frostfeuergrad, direkt neben der Hordengarnison. Also, wenn ihr aus dem Hauptgebäude rauskommt, rechts neben der Hordengarnison, wo ihr mehrere Packs von Frostwölfen findet. Mal ein paar kleinere Frostwölfe, ein paar größere Frostwölfe, die ihr im Prinzip alle pullen müsst. Töten müsst und looten müsst. Ihr stellt euch in die Mitte der zwei Packs. Empfehlenswert wäre dafür eine Klasse, die einen AOE-Pull besitzt. Also zum Beispiel Braumeistermönche. Ja. Wunderbar funktionieren allerdings auch Eulen, sowieso natürlich Sternregen. Wir haben die Möglichkeit, Hexenmeister zu nehmen, die mit ihrem Feuerregen alles pullen können und sonstige Klassen, die Ähnliches können. Stellt euch in die Mitte der beiden Packs und pullt alles auf einmal. Die Mobs selbst haben nur Level 90 bis 91, demnach halten sie heutzutage nicht mehr allzu viel aus. Reißt ihnen die Felle vom Leib, lootet die Stoffe, graue Items, ihr bekommt auch grüne Items dort, das ist natürlich ein netter kleiner Goldbonus, und wiederholt dies. Die Mobs dort haben einen Respawn-Timer von 1 Minute und 30 Sekunden, was bedeutet, ihr könnt relativ zügig dort farmen. Wenn ihr natürlich, wie auch in dem Guide angewendet, keine Lust habt, 1 Minute 30 nur herumzustehen und zu warten, bis die nächsten Mobs kommen, springt auf einen anderen Server und wiederholt dies. Ihr könnt im Durchschnitt 2 bis 3, wenn ihr schnell seid, 4 Server durchhoppen, bevor die Mobs auf eurem Server wieder spawnen. Der Grundgedanke hinter diesem Guide ist, die Felle zu farmen, was in Warlords of Draenor als Stoff dargestellt wird, diese dann im Auktionshaus zu verkaufen. Ich habe innerhalb von einer Stunde und Serverhoppen um die 1500 Stoffe bekommen, sowie einige graue Items sowie grüne Items, die sich für zusammen einen umgesetzten Wert von ca. 1600 Gold verkaufen ließen. Die Stoffe selbst, natürlich ist es kein Festpreis, es kommt halt immer darauf an, was ihr gerade in diesem Moment, während ihr das farmt, im Auktionshaus für diese Stoffe bekommt. Zum Zeitpunkt des Farms war es bei mir so, dass ein 200er Stack dieser Stoffe im Auktionshaus 378 Gold und 30 Silber bringt. Abgerechnet davon muss man natürlich pro Stack, den man ins Auktionshaus stellt, in diesem Falle 21 Gold abrechnen, was einem im Prinzip pro Stack einen Gewinn von 357 Gold und 30 Silber bringt. Wir haben in einer Stunde Farmen somit alles zusammen hochgerechnet, also die graue Items, die grünen Items und die verkauften Stoffe im Auktionshaus 4.174 Gold und 38 Silber gemacht. Knapp über den angepriesenen 3.000, aber weit entfernt von den angepriesenen 8.000. Dieser Goldguide stimmt also in meinen Augen nicht. Es kommt natürlich aber auch darauf an, wie viel die Stoffe im Auktionshaus bringen. Bei einem Preis für von 300 und ein paar zerquetschten pro 200er Stack ist es klar, dass ihr nicht auf diesen Wert kommt. Wenn ihr natürlich auf einem Server seid, wo ein 200er Stack dieser Stoffe deutlich mehr wert ist, ist es schon möglich, an diesen Betrag zu kommen, jedoch relativ unwahrscheinlich. Des Weiteren möchte ich dazu sagen, dass ich diese Stunde deutlich mehr hätte machen können, aber diese Stelle scheint mittlerweile so bekannt zu sein. Man hat nicht auf jedem Server, auf den man kommt, die Garantie, dass die Mobs da sind. Ihr habt sogar ehrlich gesagt mehr Server, auf denen die Mobs nicht da sind, als dass sie da sind. Ihr habt mit sehr viel Konkurrenz zu tun. Diese Konkurrenz hüpft auch auf euren Server und nimmt euch in diesem Moment die Mobs weg. Natürlich empfehle ich euch, den Schneidereiberuf erlernt zu haben, während ihr dort farmt, da ihr einfach durch den passiven Bonus mehr Stoffe zu looten, mehr Stoffe bekommt. Meine Eule hat sich diesem Farmspot ein klein wenig angepasst und hat Schneiderei und zusätzlich Kirschnerei, um das Leder von den getöteten Wölfen zu looten, was nochmal einen kleinen Bonus bringt. Jedoch muss man dazu sagen, dass man von eben jenen getöteten Wölfen an dieser Stelle kein ganzes Leder bekommt, sondern nur Lederfetzen. Das bedeutet, ihr müsst nach der Stunde noch zusätzlich die ganzen Lederfetzen zu Leder zusammenfassen. Das dauert
kostet es Zeit. Natürlich bringt das Leder im Auktionshaus noch ein bisschen Gold nebenbei, es ist aber nicht die Welt. Jedoch sinkt dann der Betrag an Fellen bzw. Stoffen, die ihr kriegt, aber euer Leder steigt. Das müsst ihr abschätzen, guckt euch im Auktionshaus um, was in dem Moment mehr wert ist, das Leder oder die Stoffe, und handelt dementsprechend. Wie schon erwähnt, ist die angepriesene Goldsumme in dem Guide, den wir überprüfen, nicht korrekt. Von daher, es ist eine super Farmmethode, aber diese Anpreisung von 8000 Gold pro Stunde ist falsch und absoluter Bullshit. Ich bedanke mich erneut fürs Zusehen. Ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen uns. Bis dann.